3, 2, 1. So, jetzt im Interview bei mir Pete Fairbeck, über den wir in letzter Zeit viel im Stream gequatscht haben, weil du gerade aus der ersten zurückgetreten bist, weil man munkelt, dass du nebenbei auch noch Medizin studierst und ja, ist zeitmäßig ein Problem geworden, vermuten wir. Ja, also das hatte so ein bisschen auch mehrere Gründe, aber vor allen Dingen war das jetzt, dass es mit den Prüfungen jetzt auch wieder losgeht und ich einfach für mich beschlossen habe, dass ich dann gucken muss, wie ich meine Prioritäten setze. Und das war ja dann auch schon häufig so, dass ich 40 am Wochenende in der ersten und in der zweiten dann da war und das war dann auch schon sehr zeitaufwendig. Das glaube ich gerne. Kannst du uns ganz kurz, damit wir so einen Eindruck davon bekommen, wie muss man sich das trainingsmäßig vorstellen, so den Unterschied zwischen erster und zweiter Mannschaft vom Zeitaufwand, Intensität? Ja, also ist grundsätzlich von der Anzahl der Trainings in der Woche schon mal anders. Von ja, häufig viermal zu jetzt grundsätzlich zweimal. Mhm. Und das Nette ist, dass Jakob und Benny mir auch gestattet haben, dann zu kommen, wenn es mir auch zeitlich reinpasst. Also wenn ich jetzt so wie jetzt zu der Prüfungszeit, kann ich dann auch mal sagen, dass ich es jetzt heute nicht schaffe. Also das ist grundsätzlich schon mal ein bisschen entspannter gehandhabt. Und vom Training her unterscheidet sich dann nicht viel. Also das ist bei beiden Trainings so, dass alle sich reinhauen, alle haben Bock zu kicken. Ja. Und das macht vom Niveau her ist es manchmal vielleicht dann was anderes, aber ja, grundsätzlich von der Intensität, vom Spaß her. Außer, dass Andi natürlich auch jemand ist, der gerne auch mal dann klare Worte findet im Training. Okay. Und heute natürlich mal wieder Torschütze. Also das kann man ja eigentlich grundsätzlich, muss man dich immer aufs Sheet schreiben, glaube ich. Erste Halbzeit heute großartig. Zweite Halbzeit haben wir gerade schon mit Philipp Körner analysiert. Bisschen unkonzentriert, bisschen schwierig. Wie war das vom Feeling auf dem Platz her? Was war da in der zweiten Halbzeit dann auf einmal anders, dass man da so ein bisschen vielleicht die Präzision hat vermissen lassen? Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Also eigentlich haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir rausgehen nach der Halbzeit und noch eins nachlegen wollen. Und dann ist es eigentlich auch ganz gut angelaufen, fand ich. Wir haben uns ja auch einige Chancen dann rausgespielt, aber manchmal ist das dann so. Und wenn dann so die ersten zwei, drei nicht gleich reinfallen, dann denkt man natürlich auch mehr drüber nach und dann ist das natürlich dann auch wieder so eine Sache. Aber zum Glück ist er noch gut ausgegangen. Ja. Vielleicht hätte das ja nochmal den Punkt gebracht, wenn man dann noch einen fängt, dass man dann nochmal sich vielleicht nochmal mehr reinhaut, aber jetzt muss man sich auch damit zufrieden geben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man dann auch sowas nicht immer macht, die Spiele trotzdem zu gewinnen, wenn man Erfolg haben will am Ende. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, dass du da warst und alles Gute auf dem Weg zur Meisterschaft, würde ich sagen. Vielen Dank. Ciao.